Ja, willkommen zurück. Solltet ihr jetzt vom Teil 1 hierher gekommen sein, dann ist wahrscheinlich euer Handbremsseil fest oder gerissen. Ja? Solltet ihr jetzt von außerhalb gekommen sein, dann bitte ich euch, erst den ersten Teil anzuschauen, damit ihr wisst, um was es jetzt hierbei überhaupt geht. Ja, wir fangen jetzt als allererstes an und lösen die Verbindung von dem Handbremsseil unter dem Fahrzeug entlang. Ich habe euch ja im ersten Teil schon erzählt, dass das Fahrzeug hier geht zwar die Bremsseil unter dem Fahrzeug lang, geht aber dann ins Fahrzeug rein, in so einen Tunnel. Gibt aber auch Fahrzeuge, wo das Handbremsseil unter dem Fahrzeug aushaken muss. Ja, hier seht ihr dann natürlich wieder, es müsst erst vorher aushaken, da ist ein Sicherungsring dran und dann könnt ihr den Seilzug rausziehen. So, dann ist wichtig, wenn ihr den neuen Seilzug schon da habt, dass ihr ihn vergleichen tut, dass er nicht aus Versehen den falschen einbaut. Ja. Ob das alles soweit passt. Und wenn es passen tut, dann bauen wir als erstes unsere Halterung um. Und lösen unseren Sicherungsring vorne. Den brauchen wir nachher mal wieder. So, jetzt ist es ein wenig kompliziert, zumindest bei diesem Typ von dem Fahrzeug. Und zwar raus geht es natürlich immer einfacher wie rein, weil natürlich jetzt das Ganze unterm Teppich ist. Wie gesagt, wenn ihr das Zeug unterm Auto habt, selber, meistens unterm Hitzeblech, unterm Auspuff, dann habt ihr es wesentlich einfacher wie ich jetzt hier. Ja, aber gut, es geht auch, ist aber schwieriger. So, jetzt habe ich auf jeden Fall das Handbremsseil schon mal durchgefummelt, das neue. Muss natürlich dafür den ganzen Teppich abmachen und habe das jetzt dann durch den Tunnel durchgeführt. So, jetzt muss natürlich die Sicherung wieder drauf, diese Klemme, dass das Seilzug nicht wieder verschwinden tut, wenn man unten dran zieht. Zumindest bei diesem Fahrzeug, wie gesagt, hier ist es ein Chrysler Sebring. Aber die Funktion selber bleibt ja, ist fast identisch. Das der Aufbau ist hier etwas anders. So, jetzt haben wir das ja aus dem Ankerblech, sage ich dazu, jetzt rausgezogen. Weil das war jetzt keine große Geschichte gewesen, haben ein bisschen sauber gemacht. Und jetzt können wir das neue Handbremsseil hier einfühlen. So, wegen Augengefummel, weil das Handbremsseil ist eben steif. Das Schließschloss wieder vernünftig hin. Deswegen ist immer ganz gut, dass Handbremsseil ausgehakt ist vorne, dass wir hinten eben keine Spannung, also nicht so viel Spannung von der Feder aus auf dem Schließblech haben. So. Jetzt zeige ich euch bloß hier anhand, wie das hier zusammengebaut wird wieder, dass man wieder mit dem Schließblech da jetzt wieder in den Bremsbacken reingeht. Normalerweise kommt da jetzt noch Keramikspray drauf, andere nehmen auch Kupferpaste, aber ich bin mehr so für Keramikspray. Ja, das ist aber nur ein Beispiel, weil ich die Bremse sowieso nochmal zerlegen muss. Weil bei mir, ich sag's euch, bei mir war der Fehler die Bremse selber, die Bremsbeläge. Ja, der Fehler war erst verschwunden, wo ich neue Bremsbeläge reingebaut habe. Aber wenn ihr natürlich jetzt ein Problem nur habt mit den Bremsseilen, dann braucht er natürlich keine Bremsbeläge. Deswegen zeige ich euch den Zusammenbau nur mal, wie das funktioniert. So, jetzt habe ich jetzt die Feder, die hat nämlich ganz schön Spannung. Ja. Entweder ihr braucht jetzt Spezialwerkzeug oder ihr macht so wie ich, dass er das jetzt hier einhaken tut. Dann stellt er den Bremsbacken quer. Zu dieser Auswuchtung. Und jetzt zieht ihr quasi durch das Randrücken, spannt ihr automatisch die Feder. Wichtig ist, dass er auch schön am Schließblech ansetzen tut,
Das ist aber wieder ein anderes System. Ja, es gibt auch noch andere Systeme. Da muss ich nochmal ein extra Video drüber machen. Aber ich soll ja nur die Funktion gewährleisten. Ich soll ja erstmal zeigen, wie das Ganze zusammengebaut wird. So, jetzt von hinten wieder der Impulsen rein, vorne die Klammer rein. Dass die Bremsbacke auch dick gehalten wird. Ich habe es beabsichtigt, ein bisschen länger drauf gelassen, das Video. Das ist, weil es ist schon ein Geduldsspiel, sag ich jetzt mal. Damit ihr halt seht, dass es jetzt passt, dass bei mir das auch nicht so gleich zu 100% geklappt hat. So, aber jetzt endlich haben wir es dann doch noch hinbekommen. So, jetzt kommt unser Versteller wieder rein. Und die Backen ein bisschen auseinander drücken. Wenn ihr jetzt noch zu viel Spannung habt mit der Feder, müsst ihr den Versteller noch ein bisschen zurückdrehen, dass die Backen noch ein bisschen zusammenkommen. Lässt sich die Feder nämlich viel einfacher reinmachen. Oder ihr macht erst die Feder rein und drückt die Backen dann auseinander und macht erst den Versteller rein. Das könnt ihr auch machen. Das bleibt aber euch überlassen. Das ist am einfachsten. Das ist am einfachsten machen können. So, jetzt tue ich den Versteller auseinanderdrehen, sodass die Bremsbacken auseinandergehen. Da muss dann ein leichtes Schleifgeräusch zu hören sein. Ja. Hört ihr das nicht, müsst ihr den Versteller noch ein bisschen weiter drehen. Ah, jetzt geht schon straff drauf. Ah, das hört sich schon ganz gut an. So, wenn das dann passt, schleift eure Belege an. So, jetzt haben wir hier die Trommel, beziehungsweise Scheibe, ist eine Kombination aus Scheibe und Trommel. Und da gehen wir hier auch schön mit dem 40er Schleifpapier, schön grob, nochmal eben drehen herum, tun den Grat wegmachen, den Rost und tun schön ausblasen. Jetzt geht es natürlich hier weiter, Handbremse einstellen, ganz wichtig, ja, wie man die Handbremse einstellt, sodass es ziemlich gleichmäßig ist. Sind zum Teil 4 oder zur Handbremsbelege wechseln zu Teil 3. Falls ihr jetzt hier quer eingestiegen seid und habt den ersten Teil nicht gesehen, könnt ihr jetzt hier in die Handbremsbelege wechseln, Teil 3, falls ihr Probleme in Handbelegen haben solltet. Handbremsbelege haben solltet, nicht Handbelege. Ja. Jo, okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im Teil 3 wieder oder Teil 4.